Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Feng unterwegs und ich glaube, der Killer hat die Korrupte dabei. Außerdem, oh, wir spielen gegen Schweinchen, das ist ja interessant. Gestern noch selber ein Schwein gewesen und jetzt beschweint werden oder so. Oh, noch. Ist sie da? Okay, danke. Ah ja, da krabbelt sie. Die Feng-Truppe hier direkt am Start. Oh, interessant, dass sie jetzt nicht zu mir gegangen ist. Habe ich wirklich Schwein gehabt. Ich habe Balanced Landing dabei. Ich weiß nicht. Ah doch, sie hat auch Balanced dabei, oder? Als ob wir beide Balanced dabei haben. Okay, danke für die Warnung. Auf jeden Fall, liebe Feng. Ruin ist auch dabei. Da wissen wir schon mal zwei Sachen. Korrupte Ruin, let's go. Dann würde ich sagen, arbeiten wir hier mal einfach am Generator weiter. Ja, Feng, ich habe die Blendgranate heute mitgenommen. Gegen Ruin ist jetzt natürlich nicht ganz so praktisch. Ja, Balanced, wie gesagt, wir schaffen das und ich schaffe das. Beziehungsweise wieder aufleben heißt der Spaß, glaube ich. Na, hätte ich mal Tabs Verdacht mit. Ich habe gestern viele Runden mit Tabs Verdacht gespielt. Aber ja, ich habe jetzt auf Feng geswitcht, weil ich dieses cute Outfit. Hallo, hallo. Weil ich euch das cute Outfit einfach mal zeigen musste hier. Und der Killer hat übrigens eine schwarze Abwehr gedroppt. Ich habe schon ein bisschen Panik bekommen. Aber ich glaube, Schweinchen hat jetzt gar nicht so die krassen Add-ons, oder? Also wenn man mal vergleicht mit hier Stinky Finger Kappa, ne? Mit dem pinken Offering vom Clown oder von der Jägerin, dann sind die pinken oder auch die lila Offerings vom Schweinchen, glaube ich, gar nicht so krass. Die Feng macht das richtig gut. Die hat noch keinen Hit getankt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, brennen die da vorne immer noch. Ich frage mich, ob das Totem hier irgendwo in der näheren Umgebung ist. Weil sie ist ja am Anfang hier in die Richtung gekommen, ne? Könnte sein. Ich ziehe durch. Oh, hier wirkt Balance nicht. Scheiße. Und in diese Richtung. Oh, in diese Richtung folgt sie mir nicht. Das ist schön. Ah, doch, sie ist nur in ihren Schleichenmodus gegangen. Oh, es ist schon sehr nah. Kacke. Gib Sprintboost. Kacke. Oh mein Gott, hab ich ein Schwein. Also, hinter mir. Hab ein Schwein an meinem Hintern kleben. Worum rennt sie? So, das war leider nicht Ruin. Hier ist meine Glyphe. Ach, die ist weg von mir. Sagt das doch jemand. Das muss man mir doch sagen, Leute. Immerhin Glyphe. Erfolgreich abgeschlossen. Da rennen die jetzt schon wieder. Leute, ich versuche mal, da hinten zu dem Generator zu gelangen. Könnte nämlich sein, dass wenn ich Glück habe, hier jemand ist. Der mich vielleicht sogar befummelt. Dankeschön. Okay, nice, nice, nice. Läuft bisher relativ gut. Ich weiß auch nicht, wie das Matchmaking am Morgen ist, wenn ich ehrlich bin. Hatte ja schon wieder ein bisschen Sorge, ne? Die Killer in den letzten Tagen. Wir haben gestern auch ein bisschen DBD noch im Stream gespielt. Grüße gehen raus an alle Leute, die mit am Start gewesen sind. Ein bisschen SWF-Runden. Mit Tinkerleo, Divi und Shoyoka. Wir hatten mega lustige Runden. Aber manche Killer waren schon wieder sehr interessant unterwegs, um es mal so zu sagen. So, wir beiden Hübschen sollten vielleicht einfach durchziehen, oder? In der Hoffnung, dass eine andere Feng helfen geht. Es sind einfach drei Fengs in der Runde. Und die Yui hängt am Haken. Ah, die Fengs, die haben gute Verfolgungsjagden gespielt. Sie ist wahrscheinlich jetzt im Sneaky-Modus und wird gleich hier um die Ecke gecrashed kommen. Oh ne, sie hat die andere Feng erwischt. Gehst du helfen? Ich gehe nicht helfen, ich gehe dem Killer entgegen, offensichtlich. Wenn du hier lang gegangen bist. Das sind noch einige Totems da. Wir wissen aber, dass sie ja Ruin und Undying dabei hatte. Und der ist noch gar nicht gemacht. Dann die Korrupte. Bleibt also noch eine Sache. Könnte natürlich nötig sein, ne? Das wurde auch schon gemacht. Ich nehme mal die Totems weg. Oben auf dem Dingens ist auch noch eins. Dann wäre nur noch eins. Ich könnte die theoretisch natürlich auch lassen, weil ich nicht weiß, wo das letzte Totem ist. Das könnte aber auch schon gemacht worden sein. Ist halt immer schwierig, wenn man nicht gerade als SWF-Truppe zusammen umherrennt.
ist koordinationstechnisch immer ein bisschen schwierig in DBD. So, hier oben war doch noch eins, ne? Ah ja, da, in der Ecke, genau. Gut, dann machen wir das auch noch weg. Gibt ja auch noch Punkte, Leute. Die müssen wir auch nochmal mitnehmen. Okay, Fäng am Haken, Yui. Der Timer tickt fleißig. Ja gut, ich meine, es könnte ein Addon drauf haben, dass es eine Kiste mehr gibt und ein niedrigerer Timer oder so ein Gedönse. Das kann schon mal böse enden. Die andere Fäng rennt zwar schon hin, aber ich würde gerne... Oh, sie geht auf die, die jetzt schon... Interessant, sie geht auf die, die eben sowieso schon hing. Tunnelpunkt Echse wurde gestartet, Leute. Ich hätte, wir schaffen das dabei. Ich fürchte nur, dass ihr das eigentlich egal sein wird, weil ihr Timer halt munter am Runterticken ist, ne? Ja. Gut, dann lauf du mal. Freiheit! Und wir gehen an den Generator hier ran. Ah ne, sie jagt schon wieder die andere. Also Tunneln scheint ihr Hobby zu sein. Ich nehme mal einen hier. War natürlich beabsichtigt, meinem Team ein bisschen zu helfen hier. Ich finde das immer sehr interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn du als Schweinchen die Leute tunnelst, quasi die sowieso eine Zahnspange aufgesetzt bekommen haben. Weil die sind ja eigentlich eher aus dem Spiel. Aber Granz, du hast gestern auch den einen mit der Zahnspange rausgenommen. Ja, ich weiß, aber ich wollte den doch Morin, Leute. Na, schönes Dad hat an der Stelle nicht. So, Yui, komm mal, bleib mal stehen. Ich hab noch, wir schaffen das. Hallo, bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Yes. Bin noch relativ zügig unterwegs. Das Problem könnte sein... Es könnte gut sein, dass sie Barbecue und Chili dabei hat, weil die ist relativ zielstrebig jetzt schon das ein oder andere Mal in Richtung der Leute gegangen, die gerade vom Haken kamen. Das sieht jetzt allerdings nicht ganz so zielstrebig aus, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, sie wollte vielleicht noch verhindern, dass der Generator aktiviert wird. Fragen über Fragen. Was ist die dritte Fähigkeit, Leute? Am Ende weiß ich es eigentlich schon und hab's nur nicht mitbekommen. Sie hat aufgegeben. But why? So weit war sie doch noch gar nicht, oder? Hat sie die Skillchecks verkackt? Mist, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab für mich, für mein Zeitgefühl halt einfach gedacht, okay, wir haben noch ein Minütchen Zeit, sie zu retten. Aber wenn sie jetzt die Skillchecks verkackt hat, ich glaube, sie hat sich mit Absicht sterben lassen, wenn ich ehrlich bin. Naja. So, Yui. Wir beiden Hübschen jetzt. Genrush und Dvori drüben macht ein bisschen Looping-Action. Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele... Es sind gar nicht mehr so viele Paletten auf der Map. Könnte schwierig werden. Hab lange nicht mehr mit Randoms gespielt, Leute. Ich weiß gar nicht mehr... Was mache ich denn jetzt, wenn gleich nochmal wieder jemand die Nötschelle kassiert, rausgehen, oder? Hatten wir uns auf rausgehen geeinigt? Ich glaube ja. Beide Ausgänge auf der anderen Seite. Das wird jetzt aber auch wild. Sie ist hier. Oh oh. Nein, bitte zeig nicht, wo ich bin. Danke. Dann renne ich schnell rüber. Yui, lauf! Yui wäre tot, ne? In der Situation würde ich jetzt eigentlich tanken gehen. Wenn es nicht random wäre. Ach ja. Immer dieser Struggle. Ja, das war kein Nöd. Ich wurde ja eh schon geschlagen. Kann also gar kein Nöd sein. Aber da wurde nochmal Ruin weggemacht. Schade, wenn die den Ausgang vielleicht zuerst aufgemacht hätte. Die Sache ist, wenn ich jetzt tanken gegangen wäre, Leute. Wie hoch wäre die Chance, dass ich einfach hängen gelassen worden wäre am Ende wieder? Das ist so... Oh Mann, ey. Ich will, aber ich weiß nicht, ob ich soll. Also was wäre das Geilere? Was wäre geiler für euch auch, ist die Frage. Ich meine, ich bin Blutpunkte technisch. Ist es mir jetzt eigentlich jetzt nicht so wichtig, hier rauszukommen. Aber soll ich, damit es ein bisschen spannender ist, dann nochmal irgendwie tanken gehen, die Verfolgungsjagd nehmen? Ich meine, in der Runde, sind wir mal ganz ehrlich, hatten wir eigentlich noch keine so wirklich spannende Verfolgungsjagd, oder? Für uns war die Runde halt wirklich hier dieses typische, ja, ich drücke ein bisschen M1. Oh nein, was Leertaste? Oh mein Gott, ich muss meine zweite Hand benutzen.
War halt so Classic Survivor Runde. Die hat auch, ach, die andere war auch so, die waren alle so cute. Oh, da hat aber jemand in der Lobby noch, geswitcht. Die waren am Anfang nicht alle so cute. Also wir waren zwei cute Girls. Aber nicht alle waren so cute wie wir. Aber jetzt scheinbar doch. Außer Yui, ey. Was ist da los, Yui? GG. Erste Runde, ihr habt's gesehen. Erste Runde. Direkt, tatsächlich rausgekommen. Und das war sogar ein Rang 2 Killer. Als letztes war noch Franklins mit dabei. Ja gut, das kann man natürlich nicht wissen. Wenn man kein Item mit dabei hat, verlängert deutlich die Zeit, die man zum Durchsuchen braucht. Und verringert moderat den Timer. Ja, ich glaube, Timer runter. Und ich hätte eher gesagt, noch eine zusätzliche Kiste. Ich weiß gar nicht, verlängert deutlich. Das dauert ja eh nicht so lange. Und das, wie viel länger durchsucht man da? Ich glaube, es wird sich tatsächlich eher lohnen, wenn man noch eine zusätzliche Kiste mitnimmt. Aber hey, ich habe keine Ahnung vom Schweinchen. Deswegen schwer zu sagen. Ja, ich bin froh, wir haben auf jeden Fall unseren Pip behalten. Wie gesagt, die Frage ist halt, wenn ich jetzt getankt hätte, vielleicht wäre die Yui rausgekommen. Ist bei Randoms halt immer schwierig, vielleicht wäre ich dann auch am Ende dann am Baumeln gewesen, weil ein Tor war auf jeden Fall noch nicht offen. Wenn ich einen Hit getankt hätte, wäre ich oben über das Dingens gelaufen, über den Tempel, wäre runtergesprungen, um beim Boost zu bekommen und wäre zu einem der Ausgänge gerannt. Wahrscheinlich nicht zu dem linken, weil den hätte ich schon gesehen, dass der nicht offen ist. Und ja, dann hätte ich auf einmal das Puh gehört, dass jemand einen Totem wegmacht und hätte wahrscheinlich gewusst, der andere Ausgang ist höchstwahrscheinlich auch nicht offen. Deswegen, ja, schwierig. Man weiß es nicht. Ich will halt immer ein Mate sein, aber ich will auch nicht sterben und so. Ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, Leute, ich bin raus. Endcard lasse ich jetzt einfach noch bis Sonntag so, wie sie halt eben war, weil jetzt so nach und nach das ein oder andere Kanalmitglied wieder reintrudelt. Nochmal an alle Kanalmitglieder. Ich hatte die Kanalmitgliedschaft beendet. Ja, hier wäre ein Link, wenn ihr sie wieder aktivieren wollt, weil im August ja eh so wenig kam. Danke auf jeden Fall an alle Leute für den Support. Danke an Tossi, danke an Tonknopf und Bortagur. Das ist der, den ich gestern vergessen habe. Ich schlingel. Ja. Also Leute, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Heute Stream 14:30 bis 16:30 und dann 16:30 bis 18:30 DBD.